Hallo meine Freunde, willkommen zurück in Hydroneer. Nachdem jetzt ein paar Tage Pause war, weil Valheim dazwischen, du hast die Weihnachtsstress, ihr kennt es sicher alle, es ist jetzt ein bisschen unregelmäßig und schwierig für mich immer die Parts regelmäßig hinzukriegen, aber jetzt sind wir wieder da und es hat auch ein Patch gegeben dazwischen mit ein paar kleinen Änderungen wegen Gemüseschneiden, Ding, das haben wir aber noch nicht gemacht, also gab es noch kein falsches Zeug, was ich so von mir geben hätte können, von daher... war aber nichts Wichtiges dabei, was man kann, wenn man Suppe schon gemacht hat, nachher noch Veggie dazu schmeißen, Cut oder so. Aber sonst hat es nicht wirklich viele Änderungen gegeben. Die wichtigste, was ich euch eh schon gesagt habe, dieses komische Dauergeräusch, was da war, ist weg. Man kann jetzt diese Dinge wieder einschalten. Hier habe ich auch die Wasserfilter drauf montiert. Nicht Wasserfilter, diese, wie immer die jetzt auch heißen. Schmied, eiserner Druckverstärker Einsatz. Jetzt weiß ich nicht, wo die her waren. Die waren vom... Die waren oben aus dem... Aus der Dings der Bumster. Na, eh schon wissen. Dem Eis, diesen Almforge-ähnlichen Teil da oben. So. Somit sind wir jetzt hier angelangt jetzt. Und... Ja, man kann, wow, ich kann da wirklich raus. Haben wir mal das erste parat. Wir werden jetzt da... Was werden wir jetzt... Wir haben ja hier einen so einen Typen gehabt. Der ist angeblich sehr schwer zu finden. Der Lloyd. So, geschnittene Tomaten. So, wie schneidet man das jetzt? Ich habe jetzt eine Tomate. Sicher, mit der geht einmal nichts. Ja, da bin ich mir ziemlich sicher. Das habe ich mir nämlich nicht gekauft. Das heißt, wir nehmen das jetzt mit. Wenn das hier jetzt aber auch mal da reinhauen. Das Wichtigste meiner Meinung nach sind jetzt nämlich, werden als erstes jetzt die. Passt. Fahr mal. Die, Moment. Ein paar von den Münzen zu kriegen, damit man die Gießkanne kaufen kann. Ich habe da schon super Ideen für ein eventuelles Farmhaus. Also so ein wirklich schönes. Ein Glashaus werde ich nicht bauen, weil es keinen Sinn macht. Ich mache mal in der Mitte Steher, mache dann die. Die Seiten offen und so ein überdachtes, so wie so ein Riesen-Carport. Sowas werde ich machen. Ich muss da drunter auch mit meiner Erntemaschine drunter durchkommen. Wo ich jetzt angefahren. Sonst bringt das nichts. So, geh mal darauf. Ja, der Typ hat recht gehabt. Das Ding nimmt die Kurven like crazy. Ein paar andere Sachen haben es noch hinzugefügt. Man kann jetzt schon in der Station hier drin. Die Päckchen stacken beim Kaufen. Hallo. Der da war genug. So, wir brauchen einmal ein Messer. Will der jetzt eine Suppe oder will der jetzt nur... Angaben richten sich nach Gewicht, nicht nach der Anzahl. Ich brauche zwei geschnittene Tomate, Gegenstand, Suppenschüssel. Heißt das, ich brauche eine Suppenschüssel und dann die Tomaten? Oder wie jetzt? Ja, aber nehmen wir das mal mit. Nehmen wir eine Suppenschüssel mit. Einen Kochtopf. Und einen Ofen. The Ofen. Ja, das schaut schon mal gut aus. Gibt es überhaupt noch irgendwas da? Das können wir auch. Nehmen wir es. Kauft man es gleich? Nein, nee, ich hab nichts. Take a look at my goods. Warte mal, ich muss da weglaufen kurz. Solltest du nicht zerplatzen, wenn ich dich nicht kauf? Strange. You won't find better prices than these. Ist ja alles nicht teuer, eigentlich so gesehen. Das ist ja lustig. Hä? Ich habe dich nie gekauft, aber ich nehme dich gern mit. Kein Problem. Gut, dann habe ich jetzt das Problem, dass ich mit dem Auto da bin. Was jetzt aber fürs Anfängliche zwar ein bisschen geschissen ist, aber... Kann ich da hier auch schon was machen? Achso, das braucht wieder... Lass mich mal raten. Das Ding über einen Anschluss? Nö.
Das brennt einfach, wenn man es platziert. Okay, gut, das ist auch was. Ja, dann könnte man hier machen, aber dann nehmen wir das mal mit, das ist ja wurscht. Na, kommt schon. Boah, klar. Das ist nicht so einfach, wird. Ja, steht. Ja, aber ich vermute mal, dass sich der jetzt nicht mehr ausgeht. Noch was. Nein! Das Messer geht sich jetzt nicht mehr aus. Verdammt! Scheiß Messer. So jetzt. Oh Menno. Nein! Cool gewesen wäre es ja, fährt der Topf mit? Ja. Cool gewesen wäre es ja, wenn das jetzt alles mitfahren wird. Aber der, ich glaube, der... Ja, der will das nicht, weil ich ihn nicht gekauft habe, oder? Ich verstehe es nicht. Ich habe den doch nicht gekauft. Der war doch in der... Nee, ist mir egal. Ich lasse ihn einfach mal da. Brauche ich mal sehen. Jetzt und so weit ist er nicht. Die Zeit, dass ich da jetzt verschissen habe, hätte ich schon dreimal wahrscheinlich jetzt irgendwas anders gemacht. So. Oh! Oh! Okay. So. Einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. Fünfmal. Sechsmal. So, wir düsen. Wir gehen jetzt nämlich mal da hinten, müssen unsere Dinge einschalten. Ich bin nicht drauf gekommen, habe ich vergessen. Wir müssen diese, die GEM-Kompressor-Dinge wieder einschalten, sonst haben wir wieder so viel Stau, damit wir mal so einen Stau haben. Der nimmt die Kurven, das ist ja wirklich... Aber jetzt ein Turbo. Ist auch ein Turbo-Boost? Ne, kein Hupen. Wuhu! Das ist schon genau das, was ich meine. Genau das. Ich denke mal, da können ja nicht mehr so viele sein jetzt. So. Es wäre eventuell praktisch, ich glaube nicht, die haben wirklich Zahnstück, wenn man da mal einen Sortierer drüber rennen lässt. Irgendwas, was das nicht ein Sortierer, weil das ist eigentlich auch nie kaputt. Der repariert das eh nie. Da. Irgendwie kommen die nicht ganz da mittig manchmal an. Ich weiß, dass eigentlich schön in einer Reihe kommen. Ganz strange irgendwie. Ja, das hat so. Das muss ich mal optimieren. Ich möchte sowieso eine Reihe höher bauen und nach vorne. Da haben wir noch Zeit. So. Jetzt mal wieder kurz zurück nach der. Naja. Bis jetzt rennen alle drüber. Ganz perfekt kommen sie jetzt aber trotzdem nicht. Naja, gut, aber wenn er schon da rumliegt, ich habe den ja mal mitgehabt. Wenn er schon rumliegt, machen wir so. Gut. Was müssen wir jetzt? Ja, wir brauchen die große Maschine, den brauchen wir. Mit dem hier eine Runde dran. Irgendwie sind die Motorengeräusche auch von dem. Schwerst leise. So, was ich jetzt nämlich brauche, ist...
Ein paar mehr Gegenstände. So, wir brauchen einen Boden. Was macht man da für einen Boden? Boden. Das, da können wir auch eine schöne kleine Hütte mal bauen. Werden wir nachher eine schöne kleine Hütte draus bauen. Ja, das machen wir mal. Jetzt einmal Boden. Boden. Einmal. Zweimal. Was ist denn? Nehmen wir das einmal mit, einmal links, einmal rechts, so. Und so, jetzt fahren wir, weil ich weiß nicht mal, ob das... Achso, nein, eins fehlt mir noch. Nein, wir fahren. Essentiell wichtiges Zeug, was mir eigentlich noch fehlt, Treppen. Eins. Zwei. Drei. Fahren wir geschwind. Dann holen wir den Rest. Wieso kann der jetzt nicht fahren? Wir holen auch das Dach nachher, habe ich mich gerade dazu entschlossen, auf freiwilliger Basis. Jetzt erkennen wir. Also ich würde gerne in dem Part jetzt eine Suppe hinkriegen. Und gleichzeitig dann. Von da oben da runter fährt es besser, oder? Und das abgeben. Dass wir beim nächsten Part dann ein großes Feld machen können. So, würde ich mal sagen, wir fangen hier an. Ja, das schaut mal gut aus. Das schaut echt gut aus, dann bleiben wir. Wir haben auf jeden Fall einmal durch das, durch den einen Stein jetzt hier auch einmal schon mal eine Höhe. Ich weiß nicht, wie weit man da am Rand bauen kann, weiß ich ja nicht, aber ich will da eigentlich auch nicht alles andere verbauen, gerade was irgendwie vielleicht möglich wäre. Ja, das reicht. Das reicht mal so, das andere werden wir hier als Platzlagerding hier ablegen, oder? Ging es dann noch runter ein Stück? So, passt. Wollte gerade sagen, wenn ich den noch hinbringe, dann bleiben wir da auf jeden Fall. So, Fenster. Geht das auf? Nö. Was gibt's dann die separaten Fenster? Werden wir schon mitkriegen. So, ich habe glaube ich noch nie, ihr seht das eigentlich, ich habe noch nie in dem Spiel überhaupt eine Hütte gebaut. War bis jetzt nicht notwendig, sage ich ganz ehrlich, war bis jetzt nie wirklich vonnöten.
Und ich sag's euch gleich dazu. Ist es auch jetzt nicht. Ich mach's nur, weil ich es gerade labernd finde. So. Das heißt. Eine Rückwand. Ich würde noch Böden mitnehmen, ehrlich gesagt. Und ein Dach. Ja, ich nehme noch zwei Böden mit. Nö, nur die Türen. Gut, fahren wir. Einmal Rückwand, vier Dächer. Vier Leitern, vier Dächer. Dann bauen wir sich das auf. Und geht schon dahin. Ich gehe auf den falschen Abbau. Ja. Nein, das mache ich jetzt nicht. Da komme ich noch nicht mehr. Da komme ich nicht mehr zurück. Man muss aber dazu sagen, sie haben auch das verbessert. Also das Handling von dem Truck hier kommt mir wesentlich besser vor, ehrlich gesagt. Die waren schon beschissen zum Fahren. Aber eigentlich, das geht jetzt eigentlich recht gut. So. So, also das haben sie ja sowas von zusammengehauen. Ehrlich, das ist doch kaputt alles. Das ist doch immer schön gegangen, dass man da was rauflegt. So. Let's do it. Bin schon gespannt. Wie montiert man das Scheiß? Das ist schon ziemlich Standardware von Bausachen. Was mich überhaupt nicht stört, im Gegenteil, das ist sogar angenehm, weil es mal leichter ist. Unterschied zu Valheim und so, hier ist halt einfach, ich meine, abgesehen vom kompletten Spielprinzip und allem, es ist auch, es gibt hier, glaube ich, auch keine Statik, das kann alles schweben, auch irgendwie, da ist wurscht. Das wäre mal für einen Hardcore-Mode von dem Spiel geeignet, wenn sie irgendwie sagen würden, wir haben irgendwie Engine oder was immer das da verwendet, hat er sicher, wenn wir Rückwand vergessen, hat er sicher eine Physik-Engine irgendwo. Das ist sicher nicht, gar nicht vorhanden. Würde man sich irgendwie einbauen können oder aktivieren einfach. Das hätte schon seinen Reiz, eigentlich. Das ist dann der Hardcore-Mode. Ja, ich sehe mich das aber schon wieder erweitern, ehrlich gesagt. In dem Spiel habe ich wirklich auch das Problem, dass ich oft zu nahe hierhin renne. Ihr seht es hier beim Platzieren. Ich tue mir des Öfteren wirklich leichter, wenn ich weiter weg bin. Toll. Eine Leiter, eine Rückwand und Licht wäre mal praktisch. Lass mal kurz. Dass da nicht immer irgendwas schief geht. Tischi. Stellen wir dich hin. Ah, der lässt sich aber geschissen da jetzt hinstellen. Kann man da nicht irgendwie. Wie ist es? Free Placement? Ist das denn da irgendwie gegangen? Kass. Das steht wirklich beschissen da. Naja, gut, also ich kann es nicht sehen, dann muss ich den Ofen auch so blöd platzieren, weil dann muss ich da vielleicht wirklich ein bisschen mehr Abstand lassen, aber mehr noch machen. Yep. Vier Böden, eine Rückwand. Sollten wir, werden wir den Part auch schon beenden. Wir müssen ein bisschen überlegen, aber das macht nichts. Wir probieren da hier nur mal gerade mal was hinzukriegen. Das Spiel ist nicht schön, auch wir könnten hier wirklich einmal. Leider, ich meine, ich muss da ein bisschen. Ich will da auch immer ein bisschen schauen, nicht jetzt irgendwelche Videos machen, was keinen interessiert. Hydroneer ist bei weitem nicht, geht bei weitem jetzt nicht so, dass es ihm keinen interessiert, aber
Ich würde mir wirklich wünschen, dass Hydroneer viel mehr von den Leuten geschaut wird, weil das Spiel ist wirklich gut, das hat es verdient. Das ist so ein schönes Spiel und es hat aber irgendwie dann doch so den, na, was ist denn das für ein etwas Indie-Blub-Blub-Schas-Ding. Aber das ist völlig und völlig zu Unrecht. Völlig zu Unrecht. Das Spiel ist wirklich toll. Absolut gut. Hätten die Turtles früher gesagt. Alter, also das auf der Höhe platzieren ist gerade ein bisschen umständlich. Wobei es eigentlich müsste ich ja nur den anvisieren. Wieso funktioniert denn das nicht? Ich glaube, da bin ich wirklich schon am Limit vom Rand. Ich glaube nämlich, man kann in die Wälder hier eigentlich ja nichts machen, oder? Ah, oh ja, bauen glaube ich schon, nur die, das habe ich auch, sollte es so sein, dass man nur nicht bauen, ups, nur bauen dort nicht kann, schon kann, aber terraformen schon. Dann hätte ich jetzt auch wieder was dazugelernt. Besser ist, schätze ich mal. Ist das nervend. Leute, irgendwie kriege ich mit dem Bausystem langsam einen Krampf. Du bist es sehr ernst gerade, oder? Das nappt nicht einmal darunter, glaube ich, gell? Ja, da bräuchte ich noch eine gerade Wand dann drauf oder so. Gar nicht mal so ungut, dass ich die jetzt mit habe. Eine habe ich aber hoffentlich noch, oder? Ja. Ha, jetzt hätte ich, glaube ich, habe die dahinter vergessen. So, ist dicht. Das werde ich mit der Picke dann lösen. So, was kann man hier machen? Könnte ich mal den, könnte ich da herstellen wo? Oder wir hängen? So klasse, das ist eh für die Außenwände, gut. Wie schön, dass ich das innen nicht machen kann. Also, schon machen kann, aber dass das für ein A und Friedrich ist irgendwie. Kann ich das in die Ecken stellen noch?
Jetzt passt man das mal. Schau her, jetzt will ich mal den Topf hier. Stell jetzt mal da her. Nehme ich den. Platziere den mal da her. Okay, lass mal da runter. Dann hole ich mir mein Messer. Hier, Alter. Es ist schon sehr mühsam, dass man das nicht einfach da herlegen kann, oder? Danke. Dass das doch noch irgendwie ging. es ist alles für den Professor, aber es ist so schlecht, Professor, weil es gerade, das ist ja Wahnsinn. Ah, Gott. Viermal normal Dach wäre noch praktisch. Oh, ich bringe ihn auch noch ran. So. Wie geht das jetzt? Ich leg das jetzt daher. Schmeiß es da rein. So, wenn ich das jetzt nehme und das jetzt auch aufstelle, macht der Suppe oder wie? Zwei geschnittene Tomaten, Suppenschüssel. Wir werden uns da mal da umschauen, ob es da einen besseren Platz irgendwo, einen besseren Tisch gibt. Die am Arsch, wenn das scheiß Messer die ganze Zeit runterfällt. Na, geht doch. Und das funktioniert jetzt so oder wie geht das jetzt? Hat mal Wasser auch? Wasser und drei Gemüsesorten erhitzen, um eine Suppe zuzubereiten. Wieso drei? Der will. Trade with the villager. Na, schauen wir mal. Jetzt habe ich halt nämlich nur das Problem. Ich nicht weiß, wo dieser Villager rumrennt. Das werden wir aber rausfinden. Einmal. Und dafür ist der kleine Truck wieder besser. Zweimal.
Das ist auch in die Patch Notes gestanden, dass besser markiert wurde, wo jetzt die Typen rumrennen, die wir eigentlich brauchen. Nicht darunter, da komme ich ja so scheiße rauf. Da stehen. Da gibt es irgendwo nämlich so das, wo ist es denn? Da. Das Brett. Großer Store, Jeweler, Dick. Ja, mein Problem ist jetzt, wer dieser Lustigen kriegt denn das? Moment, ist das da? Die Dorfbewohner-Quests müssten sie sein. Es sind also alle drei da drin und einer ist da am Rand. Na dann düsen wir einfach mal dahin und schauen, ob das einer will, was ein bisschen blöd ist, ehrlich gesagt, weil ich... Also, das Spiel ist ja gut. Die denken auch viel ungefähr, was man damit anstellt. Was sie nicht denken, ist jetzt so oft die Handhabung, weil ich habe hier in einer Hand das Papier, in der anderen den Ding. Das geht irgendwie nicht. Das kann ich nicht. Kann ich in einer Hand die Beschreibung halten, also dann damit ich sehe, welchen Quest gebe ich gerade suche. Und in der anderen dann im Endeffekt das andere. Das geht irgendwie nicht. Was das Ganze von der Bedienung her jetzt wieder sehr umständlich macht. Don't mind me. I'm just mooching about. Und der war's nicht. Und wo ist der rechts hierbei? You won't find better prices than these. Hey there. Nein. Fetch me some scran. Hab mich gern, ernsthaft. Ist das? Einer war ja da oben wo. Don't be a spanner. Make an auto repair machine. Haben die wenigstens immer was über dem Kopf? Dann müsste es der letzte sein, der was da hinten irgendwo rumgerät. Was natürlich jetzt lauernd wäre, wenn der wieder am Arsch der Welt ist. Was sind derzeit? Schmuck ist derzeit nicht so viel. Wenn, zeig weiter, bist das jetzt du, oder was? Could do with some scran. That's mank. Was der verarscht für einen anderen? Was ist mit dir? Fetch me some scran. Gewicht 11? Ich verstehe es nicht. Ich meine, ja, das geht nach Gewicht, nicht nach Ding, ist mir völlig klar. Haben die, ist auch gesagt worden. Aber in dem Ding drin bei mir steht doch 2. Und wenn da 2 steht, gehe ich mal davon aus, dass das 2 gemeint ist. Could do with some scran. Der 9. So, wo steht da jetzt irgendwas? Voraussetzungen, 2-mal geschnittene Tomaten. Das ist doch zum Kotzen. Also ich brauche 2 und 9. Lass ich ja da liegen. Ihr wurscht. War ich ja drüber. Ach du Kacke. Ich glaube, das wird jetzt noch ein bisschen dauern. Weil die müssen zuerst wachsen. Aber so viel habe ich nicht. Neun haben wir auf Kampf. Und 11 noch weniger, also da brauche ich nicht nachdenken.
1, 2, 3 habe ich da. Und genau deswegen hätte ich keine Gießkanne. Na gut, Leute, wir haben es probiert. Das erste Essen ist schiefgegangen. Ich werde es versuchen, noch ein paar anzubauen. Dann probieren wir im nächsten Part dann erst einmal mehr Farming im Sinne von, dass du blödes. Im Sinne von, dass da mehr abwirft, automatisiert etc. Und jetzt muss ich aber leider warten, bis das alles wieder wächst. Scheiße, das muss man wirklich bunkern. Ach Gott, kack. Da. Okay. Lassen wir das mal. Ich wässer die, warte bis Tomaten da sind und dann geht's im nächsten Part. Ich baue die Hütte noch fertig und dann im nächsten Part geht's weiter mit Abgeben und schauen, was wir rauskriegen. So, wenn euch alles gefallen hat, dann bitte lasst mal ein Abo, Like, Kommentar, schreibt so, was ihr von Hydrun hier hält. Und auch wenn es ein bisschen stupid ausschaut, ich sag's euch, das Spiel ist schon recht cool, das ist wirklich laut. Es ist diese, wie jemand gesagt, diese Einfachheit von Valheim macht auch Valheim aus. Da muss ich euch leider, da muss ich zugeben, die Einfachheit von Hydrun hier macht auch Hydrun hier aus. Also das ist schon cool. Gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Abo, Like, Kommentar, nichts vergessen, bis dann und...